So, ich bin hier zu einem weiteren Interview mit ECE-Chef Erol Ceylan, der ja diese Woche erst, oder gestern glaube ich sogar, vorgestern aus New York gelandet ist. Erstmal, wie waren die Eindrücke von New York, von dem ganzen Drumherum, Pressekonferenz? Wie war das so? Das ist immer eine schöne Erfahrung, in den Ausland zu gehen, gerade in Amerika. Wir waren ja öfters in New York, letztes Jahr mit Kovalev und Igor Michal, genau die gleiche Zeit, sehr kalt. Manhattan, die ganzen Straßen, die Häuser, da zieht es natürlich zwischen den großen Gebäuden. Aber der Eindruck ist natürlich gigantisch, Amerika ist was anderes und Boxen wird dort ganz anderes zelebriert wie in Deutschland. Da ist auch die Aufmerksamkeit dementsprechend. Wie war auch die Atmosphäre im Barclays Center? Barclays Center war eine sehr, sehr schöne Halle, 16.000 Leute passen rein. Die war fast voll, eine tolle Stimmung. Also boxbegeistert, ich weiß nicht, wo die Leute auf einmal herkamen, aber die waren da. Ich habe keine Werbung an den Litfaßsäulen oder an Billboards gesehen. Trotzdem ist die Halle voll gewesen. Das heißt, die Leute, da gibt es jede Woche ein Boxen wirklich in New York. New York ist eine Boxhochburg, Madison Square Garden, Barclays Center. Also hat viel Tradition und jede Woche große Kämpfe und die Hallen sind voll, gigantisch. Das könnte man hier in großen Städten wie in Hamburg, Berlin oder München gar nicht realisieren. Dann war ja der Hauptgrund für die Anreise war der Kampf natürlich von Christian Hammer gegen Luis Ortiz. Wie ist erstmal die Einschätzung zum Kampf? Ja, wir haben uns viel vorgenommen und der Christian hat auch viel davon umgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Also einen tollen Kampf geliefert, sehr beherzt, sehr couragiert. Keiner hat ihm überhaupt eine Hauch des Chances gegeben, überhaupt, dass er da durchsteht. Das war eine große Ankündigung von Ortiz, ich werde ihn K.O. hauen. Und ein Statement setzen, weil er halt das Rematch haben will. Aber ich glaube nicht, dass da die Leute den unbedingt siegen sehen wollten, weil viele dort Zuspruch an Christian gegeben haben, dass er unbedingt dort den schlagen sollte. Das hat er sich auch, glaube ich, zum Herzen genommen. Hat da auch viel versucht. Klar, da fehlt immer noch, er hat viele Auswärtskämpfe gemacht. Aber ich glaube, da fehlt auch ein bisschen die Überzeugung, ich kann den Mann schlagen. Also der war schlagbar für Christian. Der war schlagbar, er hat sich sehr gut geschlagen. Der war schlagbar, ich war am Mikrofon, ich hatte ein Headset. Ich habe für die Ecke von uns für Showtime übersetzt. Also ich habe auch die andere Ecke gehört, Synchronübersetzung. Also ich von Deutsch auf Englisch und die von Spanisch auf Englisch. Und nach der fünften Runde fingen die dann an hektisch zu werden und haben gesagt, du darfst nicht mehr rangehen, der ist zu stark, der hat eine starke Rechte, wir riskieren zu viel, du musst nur noch draußen bleiben, Jab benutzen, Körper gehen, boxen, kein Schlagabtausch. Die letzten zwei Runden waren die sehr, sehr aufgeregt, weil die gesagt haben, der wird jetzt angreifen, unbedingt nicht K.O. schlagen, lauf weg, bleib nicht stehen. Also auch nach dem Kampf sind die zu mir gekommen, sein Manager, Trainer, und gesagt, gigantisch, hat nie erwartet, dass der Christian so stark auftritt. Und der kann eigentlich jeden boxen, der kann Weltmeister werden. Also Dillian White oder David Allen, auch ein Deontay Wilder oder so. Das ist alles machbar für Christian. Auf jeden Fall soll er dort den Fokus weiterhin legen. Also die haben gesagt, wenn der nicht jetzt Ortiz geboxt hätte, jeden anderen hätte er geschlagen. Aber die halten auch natürlich den Ortiz für den stärksten von den ganzen Schwergewichtern. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie stark und wie beweglich, was für ein Auge und was für eine Technik überhaupt Ortiz hat. Das ist ja echt ein Tier. Ne? Ja. Kommt sehr hart hauen. Ja, dann können wir doch mal in die Zukunft von Christian Hammer gehen. Gut, es ist erst ein paar Tage hin, aber ist das dann auch durchaus eine Alternative, sozusagen gleich wieder in die USA zu gehen, nächsten Kampf? Wenn auch das Feedback so gut war von den Leuten vor Ort? Auf alle Fälle. Also Showtime hat sich sehr, sehr positiv geäußert und wird uns sehr, sehr gern wiedersehen und sagt, hoffentlich geht's weiter. Und das ist dann tolles Debüt von Christian in den USA. Man muss auch dazu sagen, er hatte ihn ja auch in der zweiten Runde am Boden, das nicht gezählt wurde. Das hat das Fernsehen aufgegriffen, hat gesagt, das war ein Fail, da hätte er angezählt werden müssen. Vielleicht hätte sich das Ganze... War ein Handschuh am Boden. Genau, der ist durch eine Schlagwirkung, so auf die Schläfe mit linken Cross, ist er zu Boden gegangen. Das hat man halt nicht angezählt, das haben die gemerkt. Die haben auch gesagt, weil... Wenn das so gewesen wäre, dann wäre vielleicht der Verlauf ganz anders, die Motivation eine ganz andere. Also man hat immer noch das Gefühl gehabt, also wenn Christian möchte, kann er ihn umhauen. Dieses Gefühl hat halt die ganze Halle bewegt, weil erstmal wurde er ausgebuht, nachher haben sie ihn alle in Standing Ovations heraus applaudiert. Das war schon richtig schön. Also ich denke, der hat einen ganz guten Kampf gemacht in den USA und ich bin mir sicher, die nächsten Kämpfe werden da auch
wieder stattfinden. Wie ist dein Eindruck? Ist das auch, hat das ihm auch einen Motivationsschub nochmal gegeben? Ja, klar. Der Kampf jetzt, also war das wirklich auch so... Ja, klar, wir haben es gleich analysiert. In dem Abend haben wir schon angefangen, den Kampf anzugucken. Dann im Flugzeug weiter und gestern nochmal hier im Büro. Da ist er nach der sechsten Runde aufgestanden, mit Kopfschütteln weggegangen. Das habe ich dann gemacht. Also der hat... Wir müssen da viele Sachen ändern, das ist klar. Weil er ist kein Journeyman. Also Er hat das jetzt nochmal gemerkt, dass er selber kein Journeyman ist, sondern er ist immer noch ein guter Prospekt. Mit 31 Jahren ist er nicht alt für Schwergewicht, aber verdammt stark. Und hat das, was er halt nicht glaubt, er hat riesen Nehmerfähigkeiten. Das sind zwar keine Fähigkeiten, aber die gibt es auch im Sport, im Boxen. Ja. Und das hat er nochmal begriffen, weil auch die Leute von Ortiz haben gesagt, für die Schläge, die er dort kassiert hat, da wären andere schon dreimal hingefallen und auch dreimal aufgegeben. Also Respekt immer an seine Kraft und auch an die Nehmerfähigkeit bekomme ich immer wieder. Ich glaube, zu konstatieren, dass wir ihn wahrscheinlich dann demnächst wieder in einem großen Kampf sehen, vielleicht auch im Ausland. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Gut. Ja, da waren noch ein paar weitere EC-Boxer aktiv am Wochenende. Wir hatten Danilo Menacic und Erik Pfeiffer zum Beispiel in Magdeburg. Wie weit war das aus New York so mitzubekommen? Naja, ich habe ganz, ganz früh angefangen. Erstmal der Kampf in der Türkei. Klar, die haben noch 2 Stunden Vorsprung, war die Kelesch. Der hat dort gekämpft, hat in der dritten Runde durch TKO gewonnen. Das war die erste gute Nachricht des Tages. Dann gefolgt von Danilo Milacic, 2. Runde KO-Sieg. Und dann kam Erik in der ersten Runde KO. Und der Tag fing schon sehr gut an. Also das dieses Topic in USA hat gefehlt. Das gab auch eine riesen Motivation. Und wir haben gedacht, Mensch, das ist heute ist ein guter Tag. Also ich habe echt, der war auch gut. Ich will mich nicht über den Kampf beschweren. Also ich bin sehr, sehr selten, dass ich mich immer noch sehr glücklich schätze und glücklich und froh bin über eine Niederlage. Das gibt es nicht oft. Aber die Niederlage, die war okay. Die Runden haben sie zwar alle ihm gegeben oder 9 ihn und 1 Christian, aber jede Runde in sich war so umstritten, da hätte man echt hin und her überlegen können. Die waren alle so knapp, die Runden. Auch wenn er sie knapp gewonnen hat, heißt nicht, dass er überlegen war. Das war es nicht. Das war ein toller Kampf. Also der Kampf insbesondere hat uns natürlich nochmal richtig beflügelt. Das war ein schöner Tag. Jetzt zeigt er vielleicht wieder, dass diese Null im Kampfrekord im Boxen vielleicht auch ein bisschen überbewertet wird. Ne? Also komplett, ja. Komplett. Auch ein Chisora hat mit 8 Niederlagen den Takam K.O. geschlagen. Es war wieder im Geschäft. Das ist Boxen und das darf man auch in Zukunft nicht überbewerten. So eine Null, das ist auch eine Hemmschwelle oder eine Barriere für einen Boxer, der dann auch die riskanten Kämpfe oder die Kämpfe, die er dann annehmen möchte, die werden immer weniger riskant. Und das hindert auch einen Boxer in der Entfaltung. Ich glaube, eine frühere Niederlage, wie im Falle Christian Hammer, der kam ja mit 6 Kämpfen zu uns und hatte schon 3 Niederlagen. Ja. So, und jetzt hat er 5 Niederlagen, weil die Niederlage mit Tyson Fury, die zählt nicht, die muss aus dem Kampfrekord. Das ist No Contest. Das heißt, er hat echt in Fakt Povetkin und jetzt Luis Ortiz als Niederlage. Und die darf man nicht zählen. So, und das ist kein negativer Aspekt für ihn, weil man muss auch immer davon ausgehen und das sehen, dass er immer Auswärtsboxer ist. Also er geht immer Auswärtsboxen. Ist halt dem geschuldet, dass wir halt keine starken Fernsehsender haben, die auch solche Kämpfe, Riesenkämpfe wie Luis Ortiz, Christian Hammer in Deutschland, das wäre natürlich ein Kracher. Ja. Das würde auch jede Halle füllen. Aber das ist halt im Moment noch nicht möglich. Um nochmal auf die anderen Jungs zu sprechen zu kommen, wie sieht es da in der Zukunftsplanung aus? Da kann man schon gucken, ob da vielleicht in der nächsten Zeit eine Karte ist, wo man sie raufpacken kann, wie dann Pfeiffer oder Nacic Kelesh. Also Kelesh hat jetzt einen Kampf in Brisbane. Er macht einen Klassifikationskampf. Das ist der Liam Paro, den er boxt. Mhm. Die Nummer 4 der WBO. Und da wollen wir um die Position 1 und 2 boxen. Das heißt, der Sieger kriegt dann eine WM-Chance. Mhm. Dort ist die Möglichkeit da. Und das werden wir dort machen in Brisbane. Für Danilo und Erik geht es weiter im Aufbau. Erik braucht nicht mehr so lange, das heißt noch 1-2 Kämpfe, dann geht es schon um Titel. Ja. Und bei Danilo braucht es noch ein paar Monate oder 1-2 Jahre. Aber er macht sich ganz gut. Ein junger Kerl, wilder Kerl, der sehr viel Potenzial hat. Die muss er erst mal alle kanalisieren und erst mal einordnen. Ja. Dann geht es auch für ihn wieder. Ja, wir hatten letztes Mal im Gespräch über einen Kampf gesprochen, der so ein bisschen im Gespräch stand. Dimitrenko
gegen Andy Ruiz in den USA. Gibt es da Neuigkeiten? Wird das vielleicht mal was bald verkündet? Ist ja, glaube ich, schon am 20. April. Ja, der wird durch den Sender verkündet. Also wir warten auf den Sender, dass die den zuerst verkünden. Der Kampf ist fix, der findet statt. Wir warten nur darauf, dass der Sender sagt, alles klar, ist raus und fertig. Den wollen wir nicht vorgreifen. Das ist halt auch ganz nicht unüblich, dass man in den USA wirklich lange wartet, bis man die Kämpfe verkündet. Das ist normal. Okay. Ja, dann bedanke ich mich nochmal für das Gespräch. Gerne. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Immer gerne. Und weiter verfolgen. Dankeschön.